שלום חברים, את ההכנה לשיעור הכינו קבוצות מולדובה ומוסקבה. Hallo Freunde, בבקשה, מולדובה. Die Vorbereitung führt heute durch Moldawien und Mikrofon включи, пожалуйста. Schalt bitte das Mikrofon ein. Меня слышно? Отлично. Hört man mich? Sehr schön. Liebes Weltkli Haverim, die Gruppe aus Moldova ist froh, euch begrüßen zu dürfen. Das Teuerste, was wir haben, das ist natürlich die Generation, welche sich der Schöpfer offenbart. Unser gemeinsames Ziel ist das Größte, was es nur existieren kann in unserer Zeit, weil man darf nicht über die Liebe zum Schöpfer sprechen, wenn man die Gruppe nicht betrachtet, weil das ist der einzige Platz, wo sich der Schöpfer offenbart, in der Liebe zwischen uns. Deswegen das Wichtigste ist, dass wir unsere Liebe untereinander offenbaren können. Nur so offenbart sich der Schöpfer und zeigt sich und bekommt Genuss von unserer Verbindung. Und anderen Weg kann es nicht geben, ein höheres Ziel als das. Und deswegen, ich wünsche jedem von uns, Kraft zu haben, ständig in dieser wunderbaren Arbeit zu sein, in der Arbeit, die begeistert mit Verständnis, dass der Schöpfer gerade uns auserwählt hat, buchstäblich jeden Einzelnen wie die Größten aus der Generation. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Weg, Unterricht und alle zusammen werden wir alles erreichen. Lechaim. Mitoch Ma'amar shel Harabash lefi ma shemevoar binyan ve'avta l'racha. Heyot she'en lechol echad von Rabash Artikel bezüglich dem, was erklärt ist über Liebe deinen Freund wie dich selbst. Da jeder nur eine kleine Kraft der Freundesliebe hat, das heißt, der kann die Liebe der anderen nur potenziell ausführen. Wenn er zur Umsetzung kommt, dann erinnert er sich, dass in seinen Gedanken hat er schon entschieden und erinnert sich, dass er selbst Liebe zum Nutzen der anderen aufgegeben hat. Aber in der Praxis sieht er, dass er keinerlei Freuden des Verlangens zu empfangen, zum Nutzen für anderen aufgeben kann. Auch nicht ein bisschen. Jedoch, wenn sich ein paar Leute versammeln, die zustimmen, dass sie Liebe der anderen erlangen möchten, wenn sie sich voreinander annullieren, dann werden sie untereinander vermischt. Und so häuft sich in jedem Menschen eine große Kraft an, entsprechend der Größe der Versammlung. Und dann können sie die Liebe der anderen in tatsächlicher Praxis ausführen. Nochmal. Da jeden kann, wenn er zur Umsetzung kommt, dann erinnert er sich, dass in seinen Gedanken hat er entschieden, Selbstliebe zum Nutzen der Liebe für andere aufzugeben. Aber in der Praxis sieht er, dass er keinerlei Vergnügen des Verlangens empfangen zum Nutzen für andere aufgeben kann, auch nicht ein bisschen. Jedoch, wenn sich ein paar Leute versammeln, die übereinkommen, dass sie Liebe der anderen erreichen müssen, wenn sie sich voreinander annullieren, dann sind sie tatsächlich vermischt. Und so häuft sich in jedem Menschen eine große Kraft an, entsprechend der Größe der Versammlung. Und dann kann jeder die Liebe der anderen in tatsächliche Handlung ausführen. Moskau Nummer 3, bitte. Frage zum aktiven Workshop. Überzeugt die Freunde, dass die Liebe zum nächsten Mann gelangen kann mittels Annullierung zueinander? Nochmal. Überzeugt die Freunde, dass zur nächsten Liebe man durch die Annullierung zueinander gelangen kann?
לחברים. כן, באמת, זה ככה. Hallo, Chavarim, Freunde. In der Tat, es ist tatsächlich so. Es ist unmöglich, es anders zu erreichen, außer du annullierst dich vor deinen Freunden. Denn uns, du siehst, dass sie eins sind und du bist zu null. Weil wir nur eine kleine Kraft haben, jeder von uns. Und ein Verständnis dessen, aber im Gefühl gibt es das nicht. Aber wenn wir uns versammeln, einander hören, uns voreinander annullieren, dann entsteht ein neues Verlangen. Das ist ein Klient, das ist schon der halbe Weg. Dann entsteht bereits fast etwas Spirituelles. Schei. Weil das Geben drückt sich nur aus in deiner Einstellung gegenüber den anderen. Ja, nur in der Beziehung zum Nächsten. Es muss eine Bitte geben, dass der Schöpfer hilft, sich vor dem Nächsten zu annullieren, damit er das Ego bewegt und den Platz für den Schöpfer gibt, für die Freunde gibt, damit sich dieser Platz mit liebsten Freunden füllt, Nif. Und es gibt nichts, das so wundervoll ist, wie sich annullieren im Zehner, indem wir Vertrauen fühlen, wirklich wie sich ein näher kommen, nahe zu kommen, wie deiner Mutter nahe zu kommen. Und diese Zielgerichtetheit, absichtsvoll Fülle zu fühlen, so wie du das fühlst in deinem Zehner, in den Freunden. Bin ich im Zustand, die Nächstenliebe zu erreichen? Das ist gegen die Natur. Ich habe dafür nie keine genügende Kraft und kein genügendes Verlangen. Aber durch die Annullierung schließe ich mich in das Verlangen des Freundes ein und dann werde ich Kraft haben, um das Ziel zu erreichen. Joff. Ja, die Liebe für andere ist die Kraft, die wir haben zwischen uns. Und auch wenn wir noch am Anfang sind, aber in dem Ausmaß, wie ich mich verringere, klein mache gegenüber den anderen, absorbiere ich diese Kraft, die in mir nicht existiert, und so vergrößern wir, verstärken wir die Liebe der anderen durch die Annullierung. Rein. Ja, das ist die Waage. Auf einer Waagschale habe ich das Verlangen zu empfangen, auf der anderen Waagschale die Liebe und das Geben. Ich kann es nur unter der Bedingung tun, dass ich andere liebe, dass ich mich annulliere und in Kontakt mit ihm sein kann. Also es ist wert für uns, die anderen zu lieben, mit Glaube über den Verstand. Und dann so machen wir weiter und reinfahren. Haver, Freund, das ist im Wesen ein Kanal zum Schöpfer. Vor der Annullierung von dem Freund gibt es keine Verbindung mit dem Schöpfer. Eten. Ja, also ich setze fort. Ich glaube, wenn es möglich ist, dann würde ich weitermachen. Hört man mich? Also ich würde das Folgende sagen. Wenn ich mich von den Freunden annulliere, rufe ich damit die Kraft des Schöpfers hervor, die das Ganze beeinflusst. Und deswegen, die Annullierung von dem Freund ist so wichtig. Ich sehe so praktisch, so stark als Mittel. Und wenn ich das auswählen könnte, mit Hilfe, welche Handlungen würde ich das tun, dann
damit der Schöpfer auf mich, auf uns, auf die Gruppe Einfluss nimmt oder überhaupt auf die ganze Menschheit. Wann beeinflusst der Schöpfer mehr oder weniger? Der Schöpfer beeinflusst ständig. Von der Seite des Schöpfers gibt es nichts. Die Einflüsse sind gemäß dem, was wir tun. Deswegen, die größte Änderung, das größte Leuchten vom Schöpfer zu uns kann nur unter der Bedingung sein, wenn wir unser Ego verkleinern und dann beeinflusst das höhere Licht mit einer größeren Kraft. Deswegen, wenn ich mich von den Freunden praktisch annulliere, auch materiell, irgendwie beeinflusst mich und die Gruppe mit einer stärksten Art und Weise. Deswegen, das Effektivste in unserer Arbeit ist, sich von dem Zehner zu annullieren und dann sofort vom Schöpfer steigt ein höheres Licht auf uns herab und er wird uns korrigieren und organisieren. Mit Ravs Worten treten wir ein in die Vorbereitung. Die stille Vorbereitung bis zum Anfang des Unterrichts. Hallo, wir beginnen den heutigen Unterricht mit den Lesenauszüge über die Quellenauszüge über das Thema die Verbindung der Wellen der letzten Generation. Wir finden all die Texte über Kabbalah Info und wir finden sie auch in k.tv. Ja, diese Abschnitte von den Artikeln von Baal Sulam, verschiedenen Plätzen, deswegen befinden wir uns nicht im, zum Beispiel im Text der letzten Generation Abschnitt, welchen wir zum Beispiel lesen werden. Dieser Abschnitt ist aus dem Artikel Frieden in der Welt. Wieso ist für uns manchmal notwendig, gerade mit dem anzufangen, manchmal mit etwas anderem. Man muss sehen, wie wir uns selbst zum Licht der Schöpfung ausrichten, um das Licht, welches zur Quelle zurückgedacht ziehen. Und das ist die Basis, die Hauptarbeit hinter sich zu ziehen. So müssen wir richtig ausgerichtet sein. Und deswegen
Am Anfang des Studiums, vielleicht in der Einführung, mit anderen Artikeln. Das Wichtigste ist aber immer die Absicht. Und in der Absicht müssen wir immer prüfen, wie ist die Absicht gerade in unseren Zeiten. Jeden Tag müssen wir sehen, was müssen wir tun. Die Welt vom Tag zu Tag offenbart sich zu uns in verschiedenen Formen, als ob sie zurückkehrt zu alten Zustand. Eine andere Form versteht den Menschen nicht, kennt sie nicht. Deswegen müssen wir sehen, wie sehr in diesem ganzen Rückkehr zu unserem Leben vor dem Coronavirus damit trotzdem dort irgendwelche neue Elemente bleiben, damit die Welt nicht in der Genauigkeit zur gleichen Form zurückkehrt, aber zu etwas Unterschiedlichem, wie man das sehen kann, damit dieser Schlag von oben nicht umsonst vorübergeht, aber damit es eine Änderung bleibt im Verständnis und im Bewusstsein. Und auch eben ohne Verständnis, ohne Bewusstsein, dann nur instinktiv, wenn der Mensch sieht, dass es so für ihn besser ist. Deswegen, desto mehr die Menschen verstehen, dass sie zu einem Klee geworden sind, zu einer Familie, zu einer Gesellschaft, zu einer Menschheit, dass wir alle ein Schicksal haben, ob wir wollen das oder nicht wollen, dass die Verbindung zwischen uns, welche existiert, die man nicht auslöschen kann, so müssen wir uns selbst dass wir ein Körper sind, dieser ein Körper, tatsächlich, wenn es Körper einheitlich ist, es kann viele Handlungen ausführen. Und es kann sich selbst durch ein Minenfeld tragen, so, um nicht zu explodieren auf eine Mine. Und dieses ganze Gefühl dessen, was wir in uns entwickeln müssen, und so auch in der ganzen Menschheit, jedes Mal eine neue Mine, die sich in unserem Weg befindet, wenn wir plötzlich die Explosion unseres Egos wegnehmen. Diese Explosionen werden natürlich da sein, sie sind bereit und wir müssen vorsichtig sein, ob wir auf sie schreiten sollen oder nicht. Das ist gut auf unserem Weg zum Schöpfer, wenn wir auf unserem Weg zum Schöpfer solche Zeichen setzen, einander warnen, dass es sich nicht lohnt, unser Ego zu erwecken, zumindest den überflüssigen Ego, wie es früher gab. So können wir jetzt lernen, wie wir das Ego benutzen können, mehr vorsichtig, mit größerer Vorsicht. Also lass uns einige Abschnitte lesen, die wir versammelt haben, Abschnitt 14, 15, 16, damit wir die Sicht heute auf die Gruppe, auf die Menschheit haben, damit wir einen besseren Weg sehen und nicht einfach zurückzukehren zum Zustand vom Coronavirus. Also wir lesen Auszug die Vereinigung der Menschen in der letzten Generation, ausgewählte Zitate aus den Quellen, Nummer 14 von Balasalam, Friede in der Welt. In unserer Generation wird das Wohlergehen eines jeden Menschen durch alle Staaten der Welt sichergestellt und im gleichen Maße ist der Mensch unbedingt von der ganzen Welt abhängig, gleich einem Rad in einer Maschine. Demzufolge ist es unvorstellbar, eine gute und glückliche Ordnung auf friedlichem Wege in einem Land einzuführen, bevor das nicht in jedem Staat der Welt stattfindet.
Zu unserer Zeit sind die Staaten bereits durch die Befriedigung von Lebensnotwendigkeiten so miteinander verbunden, wie es früher Mitglieder einer Familie waren. Daher sollte man nicht mehr von gerechten Wegen sprechen, welche einem Land oder einem Volk Wohlergehen versprechen und sich auf deren Suche begeben. Man muss sie für die ganze Welt suchen. Denn das Wohl und das Unheil eines jeden Menschen in der Welt hängen vom Maß des Wohls eines jeden Individuums in der ganzen Welt ab und werden daran gemessen. Wir lesen nochmal von Bala Sulam, der Frieden in der Welt. In unserer Generation wird das Wohlergehen eines jeden Menschen durch alle Staaten der Welt sichergestellt und im gleichen Maße ist der Mensch unbedingt von der ganzen Welt abhängig. Das gleicht einem Rad in einer Maschine. Demzufolge ist es unvorstellbar, eine gute und glückliche Ordnung auf friedlichem Wege in einem Land einzuführen, bevor es nicht in jedem Staat der Welt stattfindet. Zu unserer Zeit sind die Staaten bereits durch die Befriedigung von Lebensnotwendigkeit so miteinander verbunden, wie es früher nur Mitglieder einer Familie waren. Daher sollte man nicht mehr von gerechten Wegen sprechen, welche einem Land oder einem Volk Wohlergehen versprechen und sich auf deren Suche begeben. Man muss sie für die ganze Welt suchen. Denn das Wohl und das Unheil eines jeden Menschen in der Welt hängt vom Maß des Wohls eines jeden Individuums in der ganzen Welt ab und werden daran gemessen. Deswegen müssen wir sehen, dass wir irgendwie zu einer neuen Form zurückkehren. Wenn wir die Integralität der Welt bewahren, die innere Einheit, wenn wir in der äußeren Form nicht zurückkehren wollen, wieder zur gleichen Form und jeder beschäftigt sich mit etwas Individuellem, das ist in meinem Land so, sich gut zu verhalten, in anderen allen nicht gut und in anderen sind für mich nicht wichtig, sogar nicht mal wichtig. Es muss so sein, dass wenn es ihnen besser geht, dann wird es mir auch besser gehen, dann strebe ich nicht zu Frieden auf der ganzen Welt. Und natürlich führe ich zu Unkorrigiertheit in mich. Und was die auf die anderen aufgezwungen wird, kehrt wieder zu mir zurück. Deswegen werden wir noch sehen, wie Amerika, China, Europa, wie sie einander ausnutzen wollten und nur wie sie selbst gedacht haben. Wir werden sehen, wie sehr das im Endeffekt gegen sie selbst ausgerichtet sein wird in der kürzesten Zeit. Wir sehen jetzt schon bereits, dass man China ausnutzen wollte, von ihnen alles erhalten wollte, was man wollte. Und allmählich sehen wir, dass China sich als die stärkste Kraft, als die größte Kraft Macht aufgebaut hat. Und was passiert jetzt, wenn dadurch, dass sie überall steht und beginnt, über die ganze Welt nachzudenken, damit die ganze Welt genauso sich bezieht zu diesem einem Land, zu China, dann das ist China, Amerika oder Europa, zur ganzen Welt, wenn ein Land denkt darüber, dass sie sich nicht in der richtigen Beziehung mit anderen Ländern sich befindet, dann wird in der nächsten Geschichte sehen, wie sehr dieses Land fallen wird und keinen Erfolg haben wird. Wir begeben uns in ein System, welche letzte Generation heißt, die Menschheit ist abhängig, integral und deswegen derjenige, der diese integrale Form nicht richtig benutzen wird, welche sich für uns befindet, dass die ganze Welt ein Land, ein Volk ist,
wenn wir das nicht richtig benutzen werden oder zumindest dazu streben werden, dann werden wir verlieren. Lass uns schauen, wie sehr jedes Land, welches sich von den anderen Ländern trennt, in dem Ausmaß verliert es auch mehr, ist klar, ja? Ich sehe keine Fragen. Wie kann man die Integralität der Welt bewahren? Das ist beinahe ein verlorener Fall. Warum? Weil das Individuum eines jeden und der Nation wird es nicht erlauben. Jeder zieht für sich, zu sich hin. Wir werden sehen, anhand dieser Organisationen, internationalen Organisationen, um beieinander Macht zu haben, dass Europa Amerika lenken kann und China und Russland. Deswegen haben sie den gemeinsamen Markt gebaut oder vielleicht dafür, um gleiche Bedingungen für alle Länder zu geben, die in verbundenen Europa sind und genauso gewissen Ausmaß als Beispiel zu sein, vielleicht auch mehr als Beispiel für die ganze Welt. So war das am Anfang. Aber wohin ist diese wunderbare Idee verschwunden? Wohin? Deswegen, jedes Land ist natürlich egoistisch. Bis sie beginnen, Verhältnisse, Verbindungen zu stellen, die einen mit den anderen, und dann beginnt ein seriöses Problem. Und sicherlich bekommen sie Schläge von der Seite der Natur. In unserer Zeit wird das durch Schläge realisiert werden. Das wird nicht mehr so wie früher sein. Nach diesem Virus in der Besonderheit, das war ein Schlag auf die ganze Welt und gemäß